machen das im Moment gut. Die Männer vom Trainer Jenan Uskluplia. 43. Habe ich IA gesagt, er heißt Uslupic. Uslupic, 43-jähriger Bosnier, hat keinen geringeren im April hier beerbt als den ehemaligen kroatischen Nationalspieler Robert Jarni. Kennen Sie noch? Jarni, dieser Jarni hat bei der WM 98 in Frankreich Deutschland rausgeschossen. Im Viertelfinale in Lyon erzielte, als die deutsche Mannschaft in Unterzahl war, nach der roten Karte von Christian Görns, das vorentscheidende 1:0 für die Kroaten, die Mannschaft um Davor Šuker. Jarni war hier Trainer, aber der neue Mäzen, der neue Inhaber des Clubs, hat ihn rausgeschmissen. Seither ist Uskupic hier in der Verantwortung. Stark gemacht von Traoré. Raphael kommt nicht dran. Schuss war Tor! Tor für Gladbach! André Hahn zeigt sich schon wieder treffsicher. Am Wochenende das 1:0 im Pokal erzielt beim FC Homburg. Dafür haben sie ihn natürlich auch geholt. Nicht nur für die Vorlagen für den rechten Flügel. Nein, er ist so extrem kalt vor dem Tor. Und er knallt den Ball unwiderstehlich ins kurze Eck. Schaut mal, der fackelt gar nicht lange. Er ist mal super vorgearbeitet von Raffaello Traoré. Und dann kommt der Hahn und nagelt den einfach, ohne lange nachzudenken, hoch in den rechten Giebel. Aber das ist natürlich überragend vorbereitet von Traoré und Raphael. Und Hahn ist dann eher für die rustikale Methode verantwortlich und haut das Ding rein. Sagen wir so, erster wirklich guter Angriff von Borussia Mönchengladbach in dieser 11. Minute des Spiels. Und gleich der Treffer durch André Hahn. 1:0 für den letztjährigen Tabellensechsten der Fußball-Bundesliga. Und damit kann man durchaus zufrieden sein. Für den FK Sarajevo. Diese Stadt, die so weltberühmt geworden ist, schon vor genau 100 Jahren. 1914, das legendäre Attentat hier auf Erzherzog Franz Ferdinand, den Thronfolger der Österreicher. Und sein Tod hier löste den Ersten Weltkrieg aus. Und der Ausgleich, und da sieht Jan Sommer nicht so gut aus. Standardsituation, die Chance aus dem Spiel hat Sarajevo nicht genutzt. Aber diese Standardsituation und den Fehler von Jan Sommer haben sie rigide ausgenutzt. Ich glaube, Velkovski ist der Deutsche. Nee. Bojan Pusigacha, müssen wir noch mal schauen. Velkovski mit dem Freistoß. Achtung. Ja, ist ein eindeutiger Torwartpatzer, Torwartfehler. Kann man nicht schönreden, wollen wir auch nicht schönreden. Es steht 1:1. So, und jetzt ist natürlich hier Trubel. Pusigacha, Bojan Pusigacha macht das Tor, nicht sein erstes im Europapokal. Er hat auch schon hier zu Hause getroffen beim 1:1 oder bei der 1:2 Niederlage gegen Atromitos Athen. Endstand 1:2. Hat also nichts geholfen, sein Tor. Da traf er übrigens auch zum 1:1. Aber Sarajevo kam ja weiter durch einen Auswärtssieg in Athen. Gladbach bestraft sich selber, hatte schon ein bisschen Glück in den letzten Minuten. Denken wir an zwei, drei gute Schussgelegenheiten von Stoichkov. Aber jetzt schenken sie das 1:1 auch ziemlich leicht her. Durch den Fehlgriff vom Schweizer Keeper, von der neuen Nummer 1 im Gladbacher Kasten, Jan Sommer. Das war gut gelöst, spielerisch auch gut gelöst. Traoré, der ein bisschen abgetaucht ist, eine ganz starke Anfangsphase gespielt hat. Der kleine Flügelflitzer, aber im Moment etwas unauffälliger. Das ist André Hahn, den man immer suchen kann. Querpassidee war völlig in Ordnung, richtig gespielt von ihm. Bisschen unsauber, den hat er noch. Jawohl, rutscht wieder leicht aus. Ball ist gut, Treffer zählt, Tor! Und der nächste dicke Patzer eines Torwarts, mein lieber Mann. Aber wie Hahn sich da durchsetzt, das war extrem wichtig. Hat sich den Ball oder hat ihn auf der Außenlinie noch weggekratzt. Und dann die Flanke weit und lang hereingehoben. Und Branimir Hrgota macht genau das, was er auch in Homburg gemacht hat. Was wir eben angesprochen haben. Aber hier, die Vorarbeit, die ist extrem gelungen und wichtig von André Hahn. Aber was macht der Keeper denn da? Was macht denn
Dijan Bandovic. Aber auch da muss man als Stürmer erstmal hin, muss diesen Ball erahnen, riechen. Alles gut, das Leder war innerhalb des Vierecks. Nächster dicker Torwartpatzer und es steht 1:2. Und im Moment deutet wirklich vieles darauf hin, dass Borussia Mönchengladbach binnen 5 Tagen zweimal das identische Spiel abliefert. Sowohl in Homburg als auch hier. Sogar die Torschützen sind ja die gleichen. Also das ist ja witzig. Das Murmeltiertag bei Borussia Mönchengladbach. Jetzt müsste der Herr Gotha kurz nach der Pause noch das 3:1 machen. Und dann wäre die Blaupause perfekt. Warten wir es ab. Erstmal Welkowski. Gespielt. Kein Abseits. Klasse gespielt. Gladbacher müssen auf dieser linken Flanke mehr aufpassen. Und wieder abgeblockt der Schuss von Milos Stoichev. Aber ihn suchen sie. Er soll das Ding machen. Alles läuft über den Mann mit der Nummer 7. Welkowski war das. Und die Gelegenheit, vielleicht mal Entlastung zu schaffen über André Hahn. Ah, auch da der Ball zu früh weg. Kein Foul. Alles gut. Gelegenheit ist da. Welkowski ist das Tor. Und es war Duljevic. Aber die Gladbacher haben es wieder selber heraufbeschworen durch Ballverluste. Wie den von Hahn in der Vorwärtsbewegung. Und dann ging es einfach schnell. Und war auch nicht mehr zu verteidigen. Duljevic macht den Treffer, der Mann, der erst vor ein paar Minuten den Platz betreten hat. Schauen wir hin. Auch da tödlich dieser Ballverlust. Dann sieht Johnson natürlich auch nicht so wahnsinnig gut aus. Aber in der Mitte haben sie zum 3. und 4. Mal den Platz, um abzuziehen. 3, 4 Mal konnten die Gladbacher das Ding noch blocken. Aber Duljevic findet jetzt die Lücke. Und da kann man Jan Sommer bei Gott keine Schuld in die Schuhe schieben. Den kann er nicht halten. Völlig machtlos. Der Schweizer Keeper, das haben die Männer vor ihm verbockt. Aus 16 Metern genau darf man natürlich Duljevic nicht abziehen lassen. Hat sich gerecht. Also zum ersten Mal weichen wir von unserem geliebten Spielverlauf in Homburg ab. Da stand es dann 1:3 aus Gladbacher Sicht irgendwann. Also eine 3:1 Führung. Hier steht es jetzt 2:2. Und ich möchte das gerne noch mal betonen, unterstreichen. Es ist ein verdienter Zwischenstand. Sarajevo macht mehr und Mönchengladbach macht zu viele Fehler in puncto Ballverlust. Gladbacher haben wieder mehr Ruhe in das Spiel bekommen, kontrollieren es besser, kontrollieren auch vor allem das Mittelfeld wieder besser. Kein Vergleich mehr zur ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit. Möglichkeit, um abzuziehen. Tor für Borussia Mönchengladbach. Und wieder der Doppelpacker Branimir Hrgota. Wie in Homburg macht er schon wieder 2 Tore. 2 Pflichtspiele, 4 Tore vom 21-jährigen Schweden, der unweit von hier, von Sarajevo, geboren ist und das Licht der Welt erblickte. Branimir Hrgota. Aber die Szene war auch wie gemalt. Zauberpass von Granit Xhaka, glaube ich, in die Schnittstelle. Und dann kommt der Ball zu Hrgota, liegt ruhig und dann nagelt er ihn genau oben an den Innenpfosten. Achtung, jetzt ist hier die Szene, der Ball kommt eher unfreiwillig zum 21-jährigen Stürmer von Fabian Johnson. Aber vorher der Querpass, der Diagonalpass, der war entscheidend. Und dann macht Hrgota dieses herrliche Tor, unhaltbar natürlich, oben in den Winkel. 3:2 Borussia Mönchengladbach und das Ganze 17 Minuten vor dem Ende. Heftige Stimmung in Sarajevo. Der Weg in die Europa League führt für Borussia Mönchengladbach über den bosnischen Pokalsieger mit einem Neuzugang. Zum ersten Mal im Gladbach-Dress Fabian Johnson, der US-amerikanische Nationalspieler, aus Hoffenheim nach Gladbach kam. Aber die erste Szene für den Gastgeber FK Sarajevo. Nach 8 Minuten hätte es vielleicht schon Elfmeter geben können für die Bosnier. Xhaka hatte Stoichev gefault. Der Schiedsrichter aus Spanien ließ weiterlaufen. Gladbach eiskalt. Das ist die 10. Minute. Das ist André Hahn, den Mann, den sie aus Augsburg geholt haben. Die erste Gladbacher Chance und gleich das erste Tor. Zucker vor Arbeit von Raphael und Ibrahima Traoré. Dann kommt der Ball auf Umwegen zu André Hahn. Und der ehemalige Augsburger zeigt sich eiskalt vor des Gegners Tor. Er zeigt sich aber auch eiskalt vor dem eigenen Tor und mäht hier den Gegenspieler um. Es gibt Freistoß für Sarajevo nach 26 Minuten. Welkowski wird ihn ausführen im Tor der Gladbacher Jan Sommer. Aber hier nicht überzeugend.
Der Mann, der viermal in Folge mit Basel Schweizer Meister wurde, greift daneben. Nutznießer ist Pusigacha. Es steht 1:1 nach knapp einer halben Stunde. Aber die Borussia extrem effektiv. 4 der 5 Neuzugänge in der Anfangsformation. Hier einer davon, André Hahn, lange Flanke. Und das 2:1 für die Borussia noch vor der Pause durch den Torjäger der letzten Tage, durch Branimir Hegota. Der ist in Bosnien geboren, in Schweden aufgewachsen. Und im Moment trifft er nicht nur in Homburg im Pokal, sondern hier jetzt auch in Sarajevo zum 2:1 Pausenstand für das Team von Lucien Favre. Gladbach mit vielen Fehlern, vielen leichtfertigen Ballverlusten. Das brachte Sarajevo immer wieder zurück in die Partie. So auch in der 59. Minute. 2:2 der Ausgleich. Ein schönes Tor des 20-jährigen Haris Duljevic. Wenige Minuten zuvor eingewechselt. Keiner hat ihn auf dem Zettel. Sommer diesmal machtlos. 2:2. Gladbach machte kein Riesenspiel, kein überragendes, aber spielte extrem effizient. Vor allen Dingen er hier, Branimir Hrgota. Er fiel nicht immer besonders auf, aber wenn es gefährlich wurde, war er da. Der 21-jährige, wunderschöner Schuss. Gladbach nach 73 Minuten wieder vorne durch den Mann, der jetzt innerhalb von 5 Tagen 4 Tore erzielt hat. 2 in Homburg, 2 hier bei FK Sarajevo. 3:2 und damit war aber noch nicht Schluss. Die 80. Minute, Gladbach jetzt gegen nachlassende Bosnier. Klar überlegen, Rafael und nochmal Hrgota. Fast mit einem Dreierpack. Allein das Aluminium verhinderte ein mögliches 4:2. Aber auch so kann Borussia Mönchengladbach zufrieden die Heimreise antreten. 3:2 in Sarajevo gewonnen. Nächste Woche Donnerstag das Rückspiel in Mönchengladbach. Machen das im Moment gut, die Männer von Trainer Jenan Uskluplija, 43, habe ich IA gesagt, er heißt Uskupic, 43-jähriger Bosnier, hat keinen geringeren im April hier beerbt als den ehemaligen kroatischen Nationalspieler Robert Jarni, kennen Sie noch, Jarni, hat bei der WM 98 in Frankreich Deutschland ausgeschossen, im Viertelfinale in Lyon erzielte, als die deutsche Mannschaft in Unterzahl war, nach der roten Karte von Christian Wörns. Das vorentscheidende 1:0 für die Kroaten, die Mannschaft um Davor Šuker. Jarni war hier Trainer, aber der neue Mäzen, der neue Inhaber des Clubs, hat ihn ausgeschmissen. Seither ist Uskupic hier in der Verantwortung. Stark gemacht von Traoré. Rafael kommt nicht dran. Schuss war Tor! Tor für Gladbach! André Hahn zeigt sich schon wieder treffsicher. Am Wochenende das 1:0 im Pokal erzielt beim FC Homburg. Dafür haben sie ihn natürlich auch geholt. Nicht nur für die Vorlagen für den rechten Flügel. Nein, er ist so extrem kalt vor dem Tor. Und er knallt den Ball unwiderstehlich ins kurze Eck. Schauen Sie mal, der fackelt gar nicht lange. Er ist mal super vorgearbeitet von Raffaello Traoré. Und dann kommt der Hahn und nagelt den einfach, ohne lange nachzudenken, hoch in den rechten Giebel. Aber das ist natürlich überragend vorbereitet von Traoré und Rafael. Und Hahn ist dann eher für die rustikale Methode verantwortlich und haut das Ding rein. Sagen wir so, erster wirklich guter Angriff von Borussia Mönchengladbach in dieser 11. Minute des Spiels. Und gleich der Treffer durch André Hahn. 1:0 für den letztjährigen Tabellensechsten der Fußball-Bundesliga. Und damit kann man durchaus zufrieden sein. Für den FK Sarajevo. Diese Stadt, die so weltberühmt geworden ist, schon vor genau 100 Jahren, 1914, das legendäre Attentat hier auf Erzherzog Franz Ferdinand, den Thronfolger der Österreicher. Und sein Tod hier löste den Ersten Weltkrieg aus. Und der Ausgleich, und da sieht Jan Sommer nicht so gut aus. Standardsituation, die Chance aus dem Spiel hat Sarajevo nicht genutzt. Aber diese Standardsituation und den Fehler von Jan Sommer haben sie rigide ausgenutzt. Ich glaube, Velkovski ist der Deutsche. Nee. Bojan Pusigacha. Müssen wir noch mal schauen. Velkovski mit dem Freistoß. Achtung. Ja, ist ein eindeutiger Torwartpatzer, Torwartfehler. Kann man nicht schönreden. Wollen wir auch nicht schönreden. Es steht
1:1. So, und jetzt ist natürlich hier Trubel. Puzigacza, Bojan Puzigacza macht das Tor, nicht sein erstes im Europapokal. Er hat auch schon hier zu Hause getroffen beim 1:1 oder bei der 1:2 Niederlage gegen Atromitos Athen. Endstand 1:2. Hat also nichts geholfen, sein Tor. Da traf er übrigens auch zum 1:1. Aber Sarajevo kam ja weiter durch einen Auswärtssieg in AT Gladbach. Bestraft sich selber, hatte schon ein bisschen Glück in den letzten Minuten. Denken wir an 2, 3 gute Schussgelegenheiten von Stoichkov. Aber jetzt schenken sie das 1:1 auch ziemlich leicht her. Durch den Fehlgriff vom Schweizer Keeper, von der neuen Nummer 1 im Gladbacher Kasten, Jan Sommer. Das war gut gelöst, spielerisch auch gut gelöst, Traoré. Der ein bisschen abgetaucht ist, eine ganz starke Anfangsphase gespielt hat. Der kleine Flügelflitzer. Und in der Vorwärtsbewegung, und dann ging es einfach schnell. Und war auch nicht mehr zu verteidigen. Duljević macht den Treffer, der Mann, der erst vor ein paar Minuten den Platz betreten hat. Schauen wir hin, auch da tödlich dieser Ballverlust. Sieht Johnson natürlich auch nicht so wahnsinnig gut aus, aber in der Mitte haben sie zum 3. und 4. Mal den Platz, um abzuziehen. 3, 4 Mal konnten die Gladbacher das Ding noch blocken. Aber Duljević findet jetzt die Lücke, und da kann man Jan Sommer bei Gott keine Schuld in die Schuhe schieben. Den kann er nicht halten. Völlig machtlos, der Schweizer Keeper. Das haben die Männer vor ihm verbockt. Aus 16 Metern genau darf man natürlich Duljević nicht abziehen lassen. Hat sich gerecht. Also zum ersten Mal weichen wir von unserem geliebten Spielverlauf in Homburg ab. Da stand es dann 1:3 aus Gladbacher Sicht irgendwann. Also eine 3:1 Führung. Hier steht es jetzt 2:2. Und ich möchte das gerne noch mal betonen, unterstreichen. Es ist ein verdienter Zwischenstand. Sarajevo macht mehr und Mönchengladbach macht zu viele Fehler in puncto Ballverlust. Gladbacher haben wieder mehr Ruhe in das Spiel bekommen, kontrollieren es besser, kontrollieren auch vor allem das Mittelfeld wieder besser. Kein Vergleich mehr zur ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit. Möglichkeit, um abzuziehen. Tor für Borussia Mönchengladbach! Und wieder der Doppelpacker Branimir Hrgota. Wie in Homburg macht er schon wieder 2 Tore. 2 Pflichtspiele, 4 Tore vom 21-jährigen Schweden, der unweit von hier, von Sarajevo, geboren ist und das Licht der Welt erblickt. Branimir Hrgota. Aber die Szene war auch wie gemalt. Zauberpass von Granit Xhaka, glaube ich, in die Schnittstelle. Und dann kommt der Ball zu Hrgota, liegt ruhig. Und dann nagelt er ihn genau oben an den Innenpfosten. Achtung, jetzt ist hier die Szene. Der Ball kommt eher unfreiwillig zum 21-jährigen Stürmer von Fabian Johnson. Aber vorher der Querpass, der Diagonalpass, der war entscheidend. Und dann macht Hrgota dieses herrliche Tor, unhaltbar natürlich, oben in den Winkel. 3:2 Borussia Mönchengladbach. Und das Ganze 17 Minuten vor dem Ende. Heftige Stimmung in Sarajevo. Der Weg in die Europa League führt für Borussia Mönchengladbach über den bosnischen Pokalsieger mit einem Neuzugang. Zum ersten Mal im Gladbacher Dress Fabian Johnson, der US-amerikanische Nationalspieler aus Hoffenheim nach Gladbach kam. Aber die erste Szene für den Gastgeber FK Sarajevo. Nach 8 Minuten hätte es vielleicht schon Elfmeter geben können für die Bosnier. Xhaka hatte Stoichkov gefault. Der Schiedsrichter aus Spanien ließ weiterlaufen. Gladbach eiskalt. Das ist die 10. Minute. Das ist André Hahn, den Mann, den sie aus Augsburg geholt haben. Die erste Gladbacher Chance und gleich das erste Tor. Zucker vor Arbeit von Raphael und Ibrahima Traoré. Dann kommt der Ball auf Umwegen zu André Hahn. Und der ehemalige Augsburger zeigt sich eiskalt vor des Gegners Tor. Er zeigt sich aber auch eiskalt vor dem eigenen Tor und mäht hier den Gegenspieler um. Es gibt Freistoß für Sarajevo nach 26 Minuten. Welkowski wird ihn ausführen im Tor, der Gladbacher Jan Sommer. Aber hier nicht überzeugend.
Der Mann, der viermal in Folge mit Basel Schweizer Meister wurde, greift daneben. Nutznießer ist Pusigacha. Es steht 1:1 nach knapp einer halben Stunde. Aber die Borussia extrem effektiv. 4 der 5 Neuzugänge in der Anfangsformation. Hier einer davon, André Hahn, lange Flanke. Und das 2:1 für die Borussia noch vor der Pause durch den Torjäger der letzten Tage, durch Branimir Hrgota. Der ist in Bosnien geboren, in Schweden aufgewachsen. Und im Moment trifft er nicht nur in Homburg im Pokal, sondern hier jetzt auch in Sarajevo zum 2:1 Pausenstand für das Team von Lucien Favre. Gladbach mit vielen Fehlern, vielen leichtfertigen Ballverlusten, das brach aber im Moment etwas unauffälliger. Das ist André Hahn, den man immer suchen kann. Querpassidee war völlig in Ordnung, richtig gespielt von ihm. Bisschen unsauber, den hat er noch, jawohl, rutscht wieder leicht aus. Ball ist gut, Treffer zählt, Tor! Und der nächste dicke Patzer eines Torwarts, mein lieber Mann. Aber wie Hahn sich da durchsetzt, das war extrem wichtig. Hat sich den Ball oder hat ihn auf der Außenlinie noch weggekratzt. Und dann die Flanke weit und lang hereingehoben. Und Branimir Hrgota macht genau das, was er auch in Homburg gemacht hat, was wir eben angesprochen haben. Aber hier, die Vorarbeit, die ist extrem gelungen und wichtig von André Hahn. Aber was macht der Keeper denn da? Was macht denn Dijan Bandovic? Aber auch da muss man als Stürmer erstmal hin, muss diesen Ball erahnen, riechen. Alles gut, das Leder war innerhalb des Vierecks. Nächster dicker Torwartpatzer und es steht 1:2. Und im Moment deutet wirklich vieles darauf hin, dass Borussia Mönchengladbach binnen 5 Tagen zweimal das identische Spiel abliefert. Sowohl in Homburg als auch hier. Sogar die Torschützen sind ja die gleichen. Also das ist ja witzig. Das Murmeltiertag bei Borussia Mönchengladbach. Jetzt müsste der Hrgota kurz nach der Pause noch das 3:1 machen. Und dann wäre die Blaupause perfekt. Warten wir es ab. Erstmal Welkowski. Gespielt. Kein Abseits. Klasse gespielt. Gladbacher müssen auf dieser linken Flanke mehr aufpassen. Und wieder abgeblockt der Schuss von Milos Stoichev. Aber ihn suchen sie. Er soll das Ding machen. Alles läuft über den Mann mit der Nummer 7. Welkowski war das. Und die Gelegenheit, vielleicht mal Entlastung zu schaffen über André Hahn. Ah, auch da der Ball zu früh weg. Kein Foul. Alles gut. Gelegenheit ist da. Welkowski ist das Tor. Und es war Duljevic. Aber die Gladbacher haben es wieder selber heraufbeschworen durch Ballverluste wie den von Hahn.